Ja, also es ist für mich was ganz Besonderes, hier zu sitzen. Erinnerungen werden wach, wenn ich das Blitzlichtgewitter höre. Es ist jetzt viel Zeit vergangen und mir geht es Gott sei Dank wieder gut. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um sich über unsere App zu informieren. Und wir haben ja auch ein schönes Musikeinspieler jetzt gerade. ja. Die App ist entstanden. Es war für uns eine logische Konsequenz. Wir haben jetzt stecken fast 7 Jahre in der Stiftungsarbeit. Wir mussten sehr viel lernen, sehr viel Erfahrungen machen. Wir haben bemerkt oder uns erarbeitet, dass es in Deutschland so eine Struktur noch nicht gab. Die Menschen, die an Depressionen leiden, müssen sehr, sehr lange auf einen Therapieplatz warten. Und wir haben auch gemerkt, dass einfach dieses Krankheitsbild ein Tabuthema ist. Und da war es natürlich für uns vorherrschend und für mich vor allem das Thema zu enttabuisieren, dass die Menschen, die an einer Depression leiden, nicht faul sind, schwach sind, sondern die wirklich ernsthaft krank sind. Und wir haben uns die Medien auch zunutze gemacht und auch eben dieses, das kleine Smartphone, worüber ich mich auch oft aufgeregt habe, weil es jeder in der Hand hat, egal ob man im Bus, im Zug, im Auto sitzt, die Menschen haben dieses Smartphone in der Hand. Und durch dieses Smartphone haben wir oder erhoffen wir uns, dass wir noch mehr Menschen bekommen, die sich darüber informieren. Wir möchten die Nutzer aus der Isolation und aus der Verunsicherung holen und ihnen natürlich auch ein Hilfsangebot stellen. Und das ist, ergibt sich aus der App. Also es gibt zum Beispiel einen Gruppennotruf in dieser App und da können im Chat sind dann Familienangehörige oder Freunde, jeder, der möchte, natürlich freiwillig und wenn der Erkrankte das auch zulässt. Und wenn es ihm nicht gut geht, kann er auch einen Notruf absenden und man weiß dann sogar, wenn er das möchte, immer dazu gesagt, wo sich dieser befindet. Das ist ein denke ich mal, eine große Hilfe, weil man dann auch immer mitkriegt, wie geht es dem Betroffenen. Und es gibt noch einen SOS-Notknopf, der ist dann auch kostenpflichtig. Da wird dann auch in der wirklich, jemand steht auf den Schienen, merkt, ich will vielleicht doch nicht oder ich habe Angst und ich kann jetzt nicht mehr zurück und kann diesen Knopf drücken und dann kommt jemand, also Polizei, Rettungswagen, also der bekommt auch erst eine Verbindung und kann dann auch sprechen. Wenn er nicht mehr sprechen könnte, weil er schon was gemacht hat oder sich ist über GPS, kann er geortet werden und es kann ihm geholfen werden. Und ein anderer Kernpunkt dieser App ist natürlich die Wissensplattform. Man kann sich authentisch über das Krankheitsbild informieren. Man kann sich über die Stiftungsarbeit informieren, was wir machen, was es für Möglichkeiten gibt. Also es ist vielfältig. Wir haben dann eben auch einen News-Kanal, wo dann die Stiftung über die neuesten Projekte informiert, was gerade gemacht wird. Also ich denke, dass das Datteln mit dem Smartphone somit auch von großem Vorteil sein kann und von großem Nutzen.